sowas gibt's doch nur bei Pearl TV. Ja, Produkte, die hätte man sich nicht mal erträumen lassen können. Zu einem Preis, wo man sagt, ja Mensch, das möchte ich mal gern ausprobieren. Ja, und genau diese zeigen wir Ihnen heute. Gerade natürlich im Außeneinsatz, wie prädestiniert, sorgen Sie für aufregende und wunderschöne Aufnahmen. Was das genau ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Denn Ralf hat schon verdächtig eine Brille in der Hand. Ja, Oberthema ist Film und Fotos. Und das können wir mit diesen Produkten machen, so vielleicht noch nie gesehen. Also das hier ist eine herkömmliche Sportbrille, egal ob mit Fensterglas, also zum Sichtschutz, und könnte natürlich auch Sichtglas sein, oder als Sonnenbrille. Beide Gläser sind dabei. Einmal aufgesetzt, sieht es nicht nur modisch aus für Männlein als auch für Weiblein, sondern jetzt ist etwas drin, was man nicht vermutet und auch überhaupt keine Chance hat, das zu sehen. Wenn Sie mir mal genau zwischen die Augen schauen, kommen Sie vielleicht drauf, aber nur mit einer kleinen Hilfe. Denn hier in der Mitte meiner Augen, also im Mittelpunkt der Brille, ist eine Linse. Und die kann ich jetzt hier ganz einfach mit zwei Tasten steuern und kann sofort Aufnahmen machen. Und das Schöne ist, ich muss nicht zielen, weil genau das, was meine Augen sehen, sieht auch bzw. nimmt meine Brille auf. Also beim Fahrradfahren oder wenn ich so draußen beim Wandern mal unterwegs bin, einfach so, wie ich meine Blicke schweifen lasse, so wird gefilmt. Mikrofon auch noch integriert und das ist einfach perfekt. Egal ob als Sonnenbrille mit UV-Schutzfilter 400 selbstverständlich oder hier, wenn es mal ein düsiger Tag ist, dann mache ich beim Radfahren zum Beispiel diese Fensterglasbrille rein, dann schützt es mich noch und vor allem, ich mache auch nicht für jeden erkennbare Aufnahmen. Kommt auch gut auf einer Party, weil bei einer Party, wissen wir das alle, wenn du da Aufnahmen machen willst und mit der Videokamera rumläufst, sobald jemand sieht, er ist im Fokus, kommen Grimassen oder irgendwelche Handbewegungen, das kennen wir alle, aber hier weiß keiner, dass er gefilmt wird und dementsprechend kann ich da auch bei so einer Party ganz unbefangene Bilder machen. Also ich finde das schön, das ist für mich eigentlich auch wieder eine Action-Cam, weil ich Action machen kann, egal ob ich, ich sag mal, Ski fahre, ob ich Rad fahre, ob ich Wasserski fahre oder egal was für eine Aktivität, Brille auf, Aufnahme gedrückt und mit einer Akkuladung, das ist auch noch schön, kann ich bis zu 2 Stunden ununterbrochene Aufnahmen machen und das ist eben das Tolle. Und ich sehe immer genau, was ich filme, weil mein Blickwinkel ist auch der Blickwinkel des Objektivs. Ist das nicht herrlich, für 28,45 Euro die Hände frei zu haben und genau das aufzunehmen, was man durch die Augen sieht? Ralf, du kennst wahrscheinlich auch ganz viele junge Leute. Ich fühle mich an dieser Stelle nicht angesprochen. Die natürlich gerade auch in Urlaubsdomizilen zum Beispiel eigentlich die schönen Ortschaften oder auch diese wunderschönen Sandstrände und die ganz vielen tollen Dinge meist nur durch die Smartphone-Kamera sehen, weil sie auf das Handy gucken und versuchen, Aufnahmen zu machen. Hier sehe ich, aber nehme auch gleich auf, das ist doch viel schöner. Ja, richtig. Auch ein Beispiel, ich habe das selber schon gesehen, Konzert. Du gehst auf ein Konzert, also ich gehe ja auch ab und zu mal und dann siehst du links und rechts jemand, der permanent auf sein Smartphone schaut, weil er guckt, wie ist gerade die Aufnahme. Der kriegt vom Konzert eigentlich gar nichts mit. Dann ziehe ich diese Brille ganz einfach auf, wenn ich das denn filmen will. Ich bekomme alles mit. Ich werde nicht abgelenkt und ich kann mir sicher sein, dass alles, was ich sehe, auch aufgenommen wird in HD-Qualität mit bestem Ton natürlich. Das Ganze wird gespeichert auf einer Micro-SD-Karte. Bis zu 32 GB darf die groß sein und dann kann die Filmerei wirklich losgehen. Und ich sage, 2 Stunden Akkulaufzeit ist enorm für so eine Kamera. Und wenn man jetzt bedenkt, was eine normale Sonnenbrille, also hier vorne auf dem Kopf habe ich jetzt mal die Sonnenbrillenversion stehen. Da sehen wir es. Er trägt die Sonnenbrille. Ich habe jetzt mal das Fensterglas. Aber egal, was du machst, es ist einfach toll, dass wir hier jetzt gleichzeitig filmen können. Und zwar mit einem Tastendruck. Ja, sofort die Aufnahme starten. Und ich glaube, es gibt so viele Freizeitaktivitäten, die man gerne mal filmen würde, ohne erstens mal eine Hand belegt haben vom Smartphone und ganz ohne sich irgendwo ablenken zu lassen. Weil die schönsten Sachen verpasst man, weil man aufs Handy schaut. Das gilt nicht nur beim Fotos machen oder beim Filmen machen, das gilt auch bei vielen anderen Situationen. Deshalb ganz ohne Handy Filmeaufnahmen machen mit dieser Brille. Möchtest du sie auch mal aufziehen? Sehr gerne. Dann sehen wir ja, dass das für Männlein als auch für Weiblein bestens geeignet ist. Das ist eine sehr, sehr sportliche Brille. Hier steht die auch ausgesprochen gut, aber es kommt natürlich auf dieses Hightech, auf diese Technik an. In der Mitte jetzt deiner Augen, also genau da, so dass immer das festgehalten
festgehalten wird, was du siehst, ist die Kamera eine HD-Kamera. Mikrofon übrigens im Bügel versteckt, genauso wie die Akkus. Und das ist einfach phänomenal, dass man heutzutage so einfach brillante Videoaufnahmen machen kann. Und das für lediglich 28,45 Euro. Wenn Sie also gerne wandern, wenn Sie gerne Radfahren, hier sehen wir es auch. Wenn Sie einfach auch ein passionierter Urlauber sind oder es sich zur Aufgabe machen, auch mal den Alltag mitzufilmen, dann ist diese HD-Kamera, Sonnen-, aber auch Tagesbrille ein absolutes Muss für Sie für 36,34 Euro. Übrigens gibt es dazu natürlich auch noch eine schöne kleine Aufbewahrungstasche, die mit einem Reißverschluss zu verschließen ist und mit einem kleinen Karabinerhaken überall befestigt werden kann. Kostet an anderer Stelle 100 Euro. Doch für Sie exklusiv zum TV-Sonderpreis für 28,45 Euro erhältlich. Ja, sowas gibt es eben nur bei Pearl TV. Gilt wahrscheinlich auch fürs Zweite. Jetzt, weil wir im Thema Fotos und Videos sind, fangen wir mit der einfachsten Funktion an. Unseres nächsten Produkts, das hier ist nämlich eine Armbanduhr. Das sehen wir auch ganz deutlich. Sobald ich draufgehe, geht das Display an und ich sehe die Uhrzeit. So, aber jetzt habe ich viel, viel mehr. Wir sind bei Fotos, deshalb fangen wir damit an. Und wir sehen, oberhalb der Armbanduhr ist ein Objektiv. Und jetzt kann ich jederzeit von meinem Handgelenk aus fotografieren. Sie sehen, geht relativ schnell wieder auf Standby, wenn keine Aktion mehr passiert. Weil das ist ganz, ganz wichtig, damit der Akku auch richtig lang hält. So, also Uhr haben wir, Kamera haben wir. Aber das ist noch viel, viel mehr. Das ist nämlich auch ein autarkes Telefon. Ich kann hier vertragsfrei weltweit eine SIM-Karte einlegen und dann telefonieren. Wir sehen das hier an der Wahlscheibe, sehen Sie, das ist, glaube ich, nicht schwer zu erkennen, dass ich hier wählen kann. Geht natürlich auch über hinterlegte Rufnummern. Weiterer Schritt, ich kann, das ist auch ein Smartphone, eine Smartwatch im Prinzip. Ich verbinde die per Bluetooth mit meinem Android-getriebenen Smartphone und habe dann alle Nachrichten, die ich sonst auf Smartphone bekomme, hier drauf. Auch die Anrufe gehen ein. Dementsprechend ist es auch noch eine Freisprecheinrichtung. Das Ganze aus Vollmetall, also kein Plastikbomber. Und ein Schrittezähler ist noch drin, Kalender ist drin, Alarm ist drin. Das Ganze mit natürlich Vibration. Also so, dass hier keine Wünsche offen bleiben. Eigene Kamera hatte ich erwähnt. Gleichzeitig die Möglichkeit, deine Smartphone-Kamera fernzubedienen, wenn du damit mal ein Selfie aus ein paar Metern Entfernung machen willst. Das geht auch ganz einfach über Bluetooth. Und das ist für mich eigentlich technisch die eierlegende Wollmilchsau. An anderer Stelle kostet die auch mal über 100 Euro. Schau mal auf unseren TV-Sonderpreis. Das ist wirklich der absolute Hammer. Denn auch hier sind wir wieder bei lediglich 28,45 Euro und der Bestellnummer PX3914 und der 569. Also nicht nur durch die Fotokamera, die wir hier haben, hervorragend, sondern eben durch diese zahlreichen Anwendungsbeispiele. Und Ralf, sowas ist normalerweise ein Wunsch, den die Kinder oder auch die Enkel mehrfach äußern. Ja. Wenn man aber sagt, 150 Euro, das geht nicht. Für 28,45 Euro geht das. Ja, würde ich auch sagen, das ist ein akzeptabler Preis, weil gerade bei Smartwatches, nur bei dieser einen Option werden ja oftmals dreistellige Bereiche, je nach Firma können die auch im hohen dreistelligen Bereich sein, Preise aufgerufen. Hier ist das ja nur eine Option. Wir haben eine Kamera drin. Nochmal, wir haben eine Freisprecheinrichtung. Wir haben ein autarkes Telefon, mit dem ich jederzeit weltweit telefonieren kann. Schrittezähler, also Fitnessarmbandfunktion, Wecker und. Und das ist auch übrigens noch eine vernünftige Sache, mit diesem Armband oder mit dieser Uhr ganz einfach auch als Freisprecher zu agieren. Egal ob beim Autofahren oder auch beim Radfahren. Denn auch beim Radfahren wird es mittlerweile teuer, wenn man mit dem Smartphone in der Hand erwischt wird, kostet es 60 Euro. Und da kennen die Polizisten auch kein Pardon, weil das ist auch gefährlich. Erstens ist man abgelenkt, zweitens hat man nur noch eine Hand am Lenker. Mit einer Smartwatch, mit dieser lassen Sie die Hände am Lenker, egal ob das Fahrrad ist oder Auto, nehmen einmal das Gespräch entgegen und können dann bei bester Tonqualität hier freihändig Telefonate führen. Und das ist ja weder beim Radfahren noch beim Autofahren verboten. Deshalb hier zugreifen, hier gleich bestellen, ob Sie es jetzt beim Radfahren oder auch beim Autofahren nutzen oder einfach nur so für den Komfort bei Ihnen, wenn Sie unterwegs sind, das entscheiden Sie. Ich finde es übrigens auch schön, dass es so eine Handyuhr und Smartwatch für Damen und Herren gibt, die vielleicht auch sonst ihr Smartphone gerne irgendwo mal ablegen und dann nicht erreichbar sind, dass das natürlich auch eine schöne Sicherheit
hier mit der Bestellnummer PX3914 und der 569 noch letztlich einmal das Smartphone zu suchen, um dann hier die Handyuhr und Smartwatch für 28,45 Euro zu bestellen. Ja, und ich finde es auch ein bisschen respektlos, wenn man gemeinsam irgendwo zum Essen sitzt und irgendjemand nimmt laufend sein Smartphone in die Hand, wenn man auf einen wichtigen Anruf oder auf eine Nachricht wartet. Trotzdem Smartphone weglassen. Man wird dann auf dem Handgelenk benachrichtigt, dann kann man sich bei seinen Freunden oder bei der Familie kurz entschuldigen, nach draußen gehen, das wichtige Telefonat führen. Ich finde das wesentlich respektvoller, als alle 2 Minuten auf dein Handy zu starren. Oh ja, definitiv. Deshalb heißt es jetzt zugreifen und ein letztes Mal auf das Smartphone oder auf das heimische Haustelefon schauen. PX3914 und die 569, ihre Bestellnummer 28,45 Euro, der TV-Sonderpreis. Und natürlich dürfen Sie im Callcenter auch den lieben Kollegen Bescheid geben, wenn Sie gerne 2 oder gar 3 der Handyuhren haben möchten für Partner, Partnerin oder auch die Enkel. Wir machen weiter mit toller Kameratechnik und kommen zu einer Überwachungskamera. Richtig, und zwar damit kannst du wirklich alles überwachen, egal wo, weil sie ist akkugetrieben, hat hier einen ausreichenden Akku und hier haben wir einige Besonderheiten, die ich den Wahnsinn finde. Also so schon mal eine Kamera, die ich ausrichten kann, wie ich will, hinstellen, wo ich will, autark. Aber Sie sehen hier unten ein Gewinde und das Stativ, das ich hier in der Hand habe, das ist gleich mit dabei. Das montieren wir ja jetzt und jetzt kann ich es natürlich ganz anders ausrichten. Wir haben hier Klebeeinheiten dabei, das kann ich ganz einfach irgendwo hinmachen. Und da sehen Sie, ich kann auch natürlich hier durch dieses Gelenk das an einem Regal festmachen, dann natürlich auch die Richtung in jeder Beziehung, die Aufnahmerichtung aufmachen. Ein Weitwinkelobjektiv und hier ganz einfach einzustellen, Bewegungssensorik. Das heißt, wenn jetzt jemand in den Bereich dieser Kamera kommt, wird die Aufnahme für 3 Minuten gestartet. Wenn keine weiteren Aktionen mehr sind, dann stoppt die Aufnahme wieder. Sie haben aber die Möglichkeit, jederzeit hier HD-Aufnahmen von der auslösenden Person oder dem Tier zu haben. Und das ist eben phänomenal. Und das Ganze wird hier auch gespeichert auf einer Micro-SD-Karte und der Akku reicht, um bis zu 5 Stunden Daueraufnahme zu machen. Also ich habe auch den Modus Daueraufnahme, wenn ich das möchte. Das ist enorm. Wenn ich es irgendwo natürlich auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch installiere, kann ich die Kamera sogar mit Direktstrom versorgen über USB. Dann gibt es natürlich überhaupt keine zeitliche Einschränkung mehr. Aber ich denke, 5 Stunden Aufnahme bei 3 Minuten Taktung ist eine enorm lange Zeit. Über Wochen hinweg könnte ich da zum Beispiel meine Ferienwohnung überwachen, weil normalerweise ist ja keiner da, sondern das wäre einfach nur im Fall, wenn mal jemand ungebetener da ist, dass der gefilmt wird. Und jetzt haben wir noch eine Option, die mich begeistert. Die sehen wir hier. Es gibt eine kostenlose App, die öffne ich einfach und über mein WLAN habe ich jetzt direkt Zugriff. Einmal auf die Live-Aufnahmen der Kamera durch Weitwinkelobjektiv mit 140 Grad, also eine sehr, sehr große Perspektive, die ich hier sehe, und zum anderen auf die bereits hinterlegten, aufgenommenen Daten. Ja, also auch das kann ich jederzeit kurieren mit Datum und Uhrzeitstempel. Also jederzeit, wenn ich ein ungutes Gefühl habe, auch mal in der Wohnung, das ist jetzt ein Hausgang. Ich habe vorhin mal vom Ferienhaus gesprochen, aber auch die Wohnung. Das einfach irgendwo anbringen und das Wohnzimmer oder den Eingangsbereich überwachen oder auch natürlich gerade Haustüre oder Ähnliches. Man sieht immer öfter in den sozialen Netzwerken, vielleicht sind Sie da auch unterwegs, Aufrufe der Polizei. Kennt jemand diese Person? Und dann heißt es, hat da und da versucht einzubrechen oder hat eingebrochen und wurde gefilmt. Und die Polizei ist sehr dankbar, wenn sie solche hochauflösenden Bilder der Täter haben. Und meistens werden die dann auch geschnappt, während ohne Kamera wird es immer schwierig. Ja, Fingerabdrücke hinterlassen, lassen Sie keine, dann kannst du nur hoffen, dass ihn jemand gesehen hat. Ansonsten ist die Chance, den Täter zu erwischen, sehr gering. Hiermit habe ich das immer im Griff. Also das, was Sie überwachen wollen, jederzeit überwachen. Für dich vielleicht auch ganz interessant, für eine ganz andere Option. Was macht denn dein Hündchen, während du nicht zu Hause bist? Ja? Auch dafür ist es natürlich bestens geeignet. Und du hast auch den Live-Zugriff von überall auf der Welt auf das, was die Kamera gerade sieht und das, was sie bereits gespeichert hat. Also ich finde, das ist unglaublich, dass es eine solche Technik heutzutage gibt. Und ich behaupte auch hier wieder, sowas gibt es eben nur bei Pearl TV.
Ja, also definitiv zu diesem Preis, muss man einfach sagen. Denn an anderer Stelle werden Sie vielleicht auch Überwachungskameras in einem so kleinen Bereich mal finden. Sind dann dort aber auch, wie die UVP gleich sagt, 130, 150, wenn nicht gar 200 Euro los. Und da freut man sich ja nicht mehr auf den Urlaub, wenn man da nicht mehr shoppen gehen kann. Deshalb natürlich hier Ihre richtige Wahl für 56,95 Euro zuzugreifen. Wir schauen uns gerade nochmal an, wie klein und kompakt die ist und wie einfach man diese natürlich auch an die jeweiligen Vorrichtungen montieren kann. Und währenddessen, da sage ich Ihnen noch mal schnell die Bestellnummer, denn die lautet NX4572 und die 569. Und Ralf, das gibt einem natürlich gleich ein viel, viel sichereres Gefühl, zum Beispiel auch in den Urlaubstagen. Ja, natürlich. Und vor allem noch eins, also gerade um auch sicher zu sein, filmt die Kamera natürlich nicht nur tagsüber, sondern da sind auch Infrarotsensoren drin. Und selbst bei totaler Dunkelheit, also sollte ein ungebetener Gast nachts kommen, wird der trotzdem in allerbester Qualität durch diese Infrarot LEDs hier aufgenommen und auch da wird eine Identifizierung dann langfristig leicht fallen und die Polizei, wie gesagt, wird sehr, sehr dankbar sein. Also für mich ein absolutes Highlight und vor allem das jetzt noch. Wenn ich dann mal auch im Urlaub so ein laues Gefühl in der Magengegend habe, ist zu Hause alles in Ordnung, dann kann ich einfach auf die App gehen und kann mir die Live-Bilder anschauen, was jetzt gerade ist und natürlich auch, was passiert ist. Das finde ich ganz, ganz toll. Also wenn mal was passiert ist, ich finde es nicht toll, dass was passiert sein könnte, aber ich finde es toll, dass ich dann sofort die Bilder auf meinem Smartphone habe und dann auch damit sofort zur Polizei gehen kann. Und nochmal, die Polizei wird dankbar sein, wenn sie im Falle eines Worst Case, also eines Einbruchs oder auch nur eines versuchten Einbruchs, hier gestochen scharfe Bilder in HD der oder des Täters bekommt, weil das hilft unglaublich bei der Fahndung. Und dient einfach auch zu ihrer eigenen Sicherheit, die sie haben. Sie haben ein ganz anderes Gefühl, muss man sagen, wenn man weiß, dass natürlich auch was videoüberwacht ist. Und dann auch noch von der ganzen Welt aus zu sehen, toll. Für 56,95 €. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Highlight und das ist eine richtig schicke Tischuhr, Ralf. Ja, schön. Auf den ersten Blick ist es eine Tischuhr, ist es auch. Ein bisschen teuer, oder? Ja, für eine Tischuhr allein wäre das ziemlich hochpreisig, wobei wir ein großes Display haben. Wir haben immer im Wechselweise haben wir Datumanzeige, wir haben Uhrzeitanzeige, wir haben die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit. Aber was hier ganz, ganz wichtig ist und was überhaupt nicht zu sehen ist und auch keiner erahnen kann, ist, das ist eine Full-HD-Überwachungskamera. Hier jetzt zum Beispiel, nicht nur um zu Hause zu überwachen, weil ich stelle die einfach hin. Und hier oben ist der Sensor, den sieht man, also das Objektiv sieht man nicht. Ja? Und hier ganz einfach auf Bewegungserkennung, auch hier, sobald etwas im Bewegungsbereich dieser Uhr ist, wird der aufgenommen. Und auch das wird gespeichert auf einer Micro-SD-Karte bis zu 32 GB. Es ist auch ein toller Wecker. Man kann sich also ganz normal damit wecken lassen. Aber einmal eingestellt, ist das eben mit Bewegungssensorik eine Full-HD-Kamera, der nichts entgeht. Zu Hause kannst du da viel überwachen, aber ich bin jetzt auch mal im Urlaub. Du bist im Hotel und weißt nicht genau, was passiert eigentlich in deinem Hotelzimmer, während du nicht im Zimmer bist. Oh ja. Jetzt nimmst du das einfach als Reisewecker mit. Ist übrigens auch akkubetrieben, wenn ich das möchte. Bis zu 3 Wochen Akku-Standby-Zeit, also ganz normalen Uhrbetrieb. Aber ich kann es auch über Direktstrom, über Micro-USB betreiben. Und sofort weiß ich immer, was wo passiert ist. Hier in dem Fall, wer die ganze Sauerei hinterlassen hat, bei dir zum Beispiel, was denn der Hund wieder angestellt hat im Hotelzimmer, ob die Putzfrau sorgfältig gearbeitet hat oder dann auch mal von mir aus auf dem Büroschreibtisch, was denn an meinem Schreibtisch passiert, wenn ich gerade nicht im Büro bin. Das ist alles sehr, sehr interessant, glaube ich. Also es gibt so einen Satz, da würde ich gern mal Mäuschen spielen. Dann machen Sie das doch mit dieser unglaublich tollen Uhr. Ja, sie sieht schick aus, ist sehr, sehr schön. Ich kann übrigens das Display auch einschalten, dass es nur auf Knopfdruck angeht. Ich habe es jetzt auf Dauerleuchten an, dass man also hier jederzeit und dann immer im Wechsel das Datum 12.8. Ja, jetzt sehen wir gleich die Temperatur bei uns im Studio, 22 Grad und die Uhrzeit bestimmt auch 15.21 Uhr. Aber das Highlight ist eben diese Full-HD-Kamera, auch hier mit Nachtsicht. Ein Wecker ist mit drin, Thermometer ist mit drin. Also das ist für mich Sicherheit pur. Und wie gesagt, es ist
glaube ich, unauffälliger geht es nicht mehr, mein Hab und Gut zu überwachen. Das stimmt wohl. Und vor allem, du hast es gesagt, es ist so unauffällig, da kommt kein Mensch drauf. Das ist ja das Schöne. Natürlich, Sie wissen selbst, dass Sie hier nicht nur eine reine Tischuhr haben, aber da, wo Sie sie aufstellen, würde man sie niemals als Kamera enttarnen. Das sind 66,45 Euro TV-Sonderpreis. Zum einen mega günstig und zum anderen natürlich auch richtig gut investiert. Da heißt es zugreifen mit der NX 4446 und der 569. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch interessante Aufnahmen beigemacht werden. Mit Sicherheit das ein oder andere Überraschende, wenn man eben mal Mäuschen spielt. Aber es ist unauffällig, weil eine Uhr steht heutzutage überall. Ob du die im Bücherregal stehen hast, auf dem Nachttisch oder auch irgendwo im Wohnzimmer auf einer Anrichte oder auf einem Schränkchen, das ist ganz egal. Könnte auch eine Küchenuhr sein, um einfach mal so den Kühlschrank zu überwachen, werden nachts die Leckereien aus dem Kühlschrank stibitzt. Aber ganz egal, wo du es aufstellst oder auch im Urlaub auf dem Nachttisch im Hotelzimmer, es wird nicht auffallen. Kein Mensch wird hier eine Kamera vermuten und dementsprechend könnte ich auch Menschen, die etwas Übles im Schilde führen, damit überführen. Hier sehen wir es auf einer kleinen Kommode. Du siehst, das sieht aus und ist es ja auch wie eine ganz normale Uhr und eine ganz normale Uhr und hier aber mit Thermometer und mit der Full-HD-Kamera, ja, die hier unbedingt erwähnt werden muss, weil das ist ein absolutes Highlight. Ob es jetzt so häusliche Streitigkeiten sind, wer hat wieder Sauerei gemacht, oder ob es tatsächlich mal um Einbrecher geht, ist dabei egal. Es kommt auf jeden Fall Licht ins Dunkel. Es wird aufgelöst, wer der Verursacher oder wer der Täter ist. Ja, und das dank Ihrer neuen Tischuhr. 66,45 Euro gleich zugreifen und bestellen. Was Sie noch benötigen, das ist die Bestellnummer NX4446 und die 569 hier für Sie bei der 4-in-1 Tischuhr. Aber Sie benötigen natürlich auch ein Speichermedium, denn es bringt natürlich recht wenig, eine Kamera zu haben, aber nichts, worauf man denn die wichtigen Dinge, die Sie sehen wollen, speichern kann. Und deshalb möchten wir Ihnen die hier auch zum TV-Sonderpreis vorstellen. Genau, alle Produkte, die wir hatten, speichern auf Micro-SD-Karte. Und da haben wir eine zu einem unglaublichen günstigen Preis. Glas 10, also hier den Ansprüchen gerechtfertigt mit hoher Schreib- und Lesegeschwindigkeit, aber zu einem extrem kleinen Preis. Also wenn Sie sich für eine der Kameras oder für die Smartwatch entschieden haben, dann unbedingt noch diese Karte dazu bestellen, weil das ist ein absolutes Schnäppchen. Und Micro-SD-Karte oder durch den Adapter natürlich auch SD-Karten, die braucht man ja immer. Deshalb zugreifen und bestellen. Mit der ZX2274 und der 569 für lediglich 9,45 Euro. Und na klar dürfen Sie da gerne mehrere bestellen. Legen Sie sich so viele in den Warenkorb, wie Sie benötigen. Gerne auch zum Beispiel für Ihre neue Sonnenbrille, die Sie sich heute hier in diese Sendung bestellt haben. Oder natürlich auch gerne für die Digitalkamera, die Sie zu Hause nutzen. Kein Problem. ZX2274 und die 569. Wir zeigen Ihnen übrigens jetzt noch ein weiteres Gerät und für mich kommt bekanntlich das Beste zum Schluss. Ja, darauf hat sich Vivian schon die ganze Zeit gefreut. Es ist eine Drohne, also ein ganz einfacher Quadrocopter. Ja, einfach stimmt nicht, aber ein hervorragender Quadrocopter, der einfach zu fliegen ist. Aber wir sind ja heute beim Thema Kamera, der natürlich auch auf der Unterseite eine HD-Kamera hat, mit der ich jetzt jederzeit das auch filmen kann oder fotografieren, was ich sehe, und zwar sehe aus der Vogelperspektive auf meinem Smartphone dann. Da ist eine automatische Übertragung. Das werde ich auch gleich einstellen, weil wir machen jetzt alles mal gemeinsam im 1:1 und ich weiß, du willst gleich fliegen. Ja. Dann machen wir gleich. Also hier einmal einschalten, dann sehen wir, wie die schnell leuchten. Fernbedienung, 4-Kanal-Fernbedienung dazu. Und jetzt müssen wir die nur kurz hier verbinden. Und jetzt siehst du, jetzt geht schon los. Einmal hier und einmal Start. Achtung, und los geht's. Und wenn du willst, darfst du sie gleich übernehmen. Und ja, ich stelle mal das Bild ein und da sehen wir schon mal diese Flugstabilität, diese Startautomatik. Und ich muss jetzt nur noch die App aufmachen. Das ist eine kostenlose App natürlich. Und das WLAN verbinden, das ist so unglaublich einfach. So, ich suche jetzt die richtige App. Die muss ich kurz noch verbinden. Das geht ein paar Sekunden. Und dann ist es so einfach, das zu machen.
Ja. Voll einfach und spielen gleich in der Luft. Ja, da kann jetzt ich als Laie diese Drohne fliegen. So, die kann jeder fliegen und es macht Spaß zu zweit, zu dritt, Männlein als auch Weiblein. Viele Männer oder viele Frauen sagen ja, das ist ein absolutes Männerspielzeug. Hätte ich früher auch gesagt, aber ich muss sagen, das ist ganz einfach ein Modell für alle. So, jetzt habe ich es verbunden. Jetzt müssen wir gleich die Live-Kamera-Bilder kriegen. Da sehen Sie es. Das ging jetzt dann eine Minute mit der Verbindung. Und jetzt können wir schauen, das sind unsere Kamerastative. Jetzt fliegt sie höher. Da sehen wir unser Can, unser Kameramann. Ja, und jetzt dreh. Kannst du ihn einmal im Kreis drehen? Kannst du das? Genau. So, jetzt sehen wir da mal eine Rundumsicht. Oh, wir sind gerade vorbeigeflogen. Wow, so gestochen scharf. Jetzt kann ich natürlich auch meinem Smartphone auch jederzeit Fotos oder Videos drehen. Und das wäre jetzt hier natürlich nicht interessant, aber wenn Sie mal in 20, 30 Metern Höhe sind, dann können Sie schöne Nahaufnahmen der Straßenzüge machen. Hoppla, das habe ich gedacht, sie rammt gleich unseren Schaden. Toll ist an diesem Quadrocopter, und das ist noch eine Besonderheit, was man in dieser Preisklasse eigentlich nicht findet, der ist GPS gesteuert. Das noch eingestellt, habe ich so eine sogenannte Follow-Me-Funktion. Das heißt, er folgt mir, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Oder er fliegt Wege, die ich vorgebe, ganz einfach ab. Und ich kann mich dann auf die Videoaufnahmen oder die Bilder konzentrieren. Oder er umkreist mich bei irgendeiner Aktivität. Das gibt dann auch wunderbare Aufnahmen. Und der Flug oder das Fliegen selber macht ja unglaublich viel Spaß, oder? Ja, weil es eben so einfach ist, ne? Das muss man einfach sagen. Ja. Schauen Sie, ich kann den jetzt hier mit einer Hand bedienen und das geht spielen gleich. Wenn ich das kann, können Sie das 10-mal. Ja, und dann kann man natürlich auch Flips machen. Man wird immer mutiger dann, weil das Anfangen schon mal unglaublich einfach ist. Am Anfang, Sie sehen, ich habe Rotorschutz jetzt um die Rotoren gemacht, den kann man auch weglassen. Vertraust du mir nicht? Wenn Sie, doch, ich habe nur gedacht, komm, nicht, dass mal irgendwas passiert. Und zu Hause beim Üben Rotorschutz anmachen und wenn Sie dann sagen, okay, jetzt habe ich es im Griff, dürfen Sie die auch ruhig weglassen. In der Wohnung beim Üben immer wieder dran machen, weil es kann immer mal sein, dass irgendwas im Weg steht. Übrigens, für den Fall sind auch noch Ersatzrotoren mit dabei. Es ist ein Gerät, das so 100% begeistert. Schon hier, mit kleiner Bewegungsfläche, weil wir haben hier ja nicht viel Platz zum Fliegen. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt draußen irgendwo mit Ihrem Partner, mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkeln. Und dann haben Sie die Höhe und die Weite, 250 Meter Reichweite. Da können Sie mal richtig tolle Bilder machen und natürlich auch tolle Flugmanöver. Übrigens natürlich, wenn man allein unterwegs ist, geht das auch problemlos. Wir haben in der Fernbedienung eine Smartphone-Halterung, welche ich dann dort einfach festmache. Dann kann ich sogar, ohne auf die Drohne zu schauen, kann ich über mein Smartphone praktisch die Drohne steuern. Das würde auch gehen ganz ohne Fernbedienung. Das möchte ich Ihnen einmal noch zeigen. Schauen Sie mal, hier ist so ein kleines Symbol. Und jetzt könnte ich, Sie sehen es, die Steuerung übernehmen. Will ich jetzt aber nicht. Das macht ja Vivian viel zu viel Spaß. Ich konzentriere mich jetzt auf die Bilder. Aber Sie sehen, das ist so unglaublich unkompliziert und einfach. Und nochmal, die App ist kostenlos, die GPS-Steuerung ist integriert. Das Verbinden und das Einrichten geht innerhalb von, ja, Sie sehen, der Start innerhalb von 30 Sekunden. Verbinden geht eine Minute. Und dann habe ich nicht nur ein unglaubliches Flugerlebnis, sondern hier auch wirklich unvergleichliche Aufnahmen. Es gab früher Firmen, die unterwegs waren, die praktisch an jedem Einfamilienhaus geklingelt haben und haben gefragt, ob die Luftaufnahmen wollen. Mhm. Und dann hast du so Fotos für damals 250 Mark bekommen. Ja? Okay. Musstest du für so eine Fotoserie zahlen. Heutzutage machst du das einfach mal selber. Und sie werden auch sehr überrascht sein, wie denn plötzlich ihr Grundstück aus der Vogelperspektive aussieht, weil das ist ein ganz anderer Blick. Und was ich jetzt gelernt habe, weil mein Vermieter, der hat ja auch so eine Drohne, was der noch damit macht, ja, einfach auf Start, auf Stopp machen, dann ist er, ja, kein Zack. Problem, kann ja mal passieren. Und der hat zum Beispiel sämtliche Dachrinnen kontrolliert. Das ist dann im Herbst besonders wichtig. Sie wissen, glaube ich, worum es geht, um das Verstopfen der Dachrinnen. Das kannst du hier auch natürlich überprüfen und dann entsprechend reagieren. Also es ist ein Quadrocopter, der Spaß macht, modernste technische Optionen und, wie ich finde, auch zu einem absolut bezahlbaren Preis. Oh ja, 113,95 €, das ist ein Spitz.
Spitzenpreis mit der NX9654 und der 569. Da heißt es schnell sein, zugreifen und vor allem gleich in die Leitung gehen. Ein Spaß für die gesamte Familie und vor allem endlich eine Möglichkeit, das Smartphone clever zu nutzen, indem Sie das Smartphone einfach hier an Ihre neue 4-Kanal-Fernbedienung klemmen und dann jederzeit mal zuschauen, ob denn die Dachrinne nochmal gereinigt werden muss. Oder machen Sie einfach schöne Familienaufnahmen, indem Sie alle gemeinsam in die Kamera winken vom Flug aus und die Zeit, die restlichen Sommertage hier noch genießen. Also gleich zum Hörer greifen und bestellen. Sowas gibt's doch nicht. Doch, bei Pearl TV. Also gleich bestellen und TV-Sonderpreis sichern.